Moin. Jo, heute mal wieder eine Kokosnuss knacken. Und zwar mit einem Slip-Joint-Folder. Und zwar mit dem Manley Comrade in D2. Ja, würde eigentlich jetzt wetten, das klappt nicht. Aber wir probieren das einfach mal. Das Teil hat ja so einen mehrfachen Stopp. Mal sehen, wie sicher das ist. Ja, Handschuhe habe ich an. Wobei, da können wir gleich mal probieren, wie gut man das Comrade mit Handschuhen aufkriegt. Ja, geht. Gut, dann wollen wir das mal probieren. Eigentlich kann das nicht zu groß werden, oder? Mal schauen. Wobei der Klaus, der hat mal gesagt, ich soll das mit der Schneide machen. Alles klar, wir probieren das mal. Oh, die arme Schneide. Das gibt bestimmt ein paar derbe Ausbrüche. Okay. Also mit der Schneide hat es ganz gut geklappt. Prost. Okay. Moment, ich muss mal die Kokosnuss abstellen. So. Dann wollen wir uns die Schneide mal angucken. Wie gesagt, Stahl ist D2. Ich würde mal sagen, die sieht wirklich noch astrein aus. So, ja, wir machen mal noch einen Papierschnitttest. Wie gesagt, die sieht echt sehr anständig noch aus, die Schneide. Mal gucken. Ja, habe das Teil jetzt schon ein bisschen länger gebraucht. Ich bin absolut begeistert von den Manley Comrades. Richtig, richtig cooles Teil. Absolute Empfehlung. Gut, ich werde mir die Kokosnuss schmecken lassen. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.